So, hallo, mal wieder ein Livestream zu Tour de France 2018 mit dem Pro Leader Mode. Und ja, habe schon wieder eine Saison geschafft, wie ihr ja gesehen habt, und diesmal sogar Platz 20 geworden. Also wieder ein paar Plätze zusätzlich für Fahrer und Rennen zusätzlich. Ja, dann schließen wir mal die Saison ab. Genau. Sie können in der nächsten Saison an weiteren Rennen teilnehmen und auch bis zu 12 Fahrer in Ihrem Kader haben. 150.000 Euro. Maximal 76 Fahrer. Mal gucken, was da so zur Auswahl steht. So. Dann schauen wir mal, was wir hier Schönes zur Auswahl haben. Also, Gogan Hart werde ich behalten. Der hat mir ja immerhin den Sieg gebracht. So, jetzt mal gucken, ob wir hier vielleicht Trades oder Van Genechten wegschicken und dafür einen richtigen Sprinter holen. Jetzt machen wir erstmal hier die verfügbaren Fahrer. So, Bilbao. Oh, das ist ja Guillaume Martin. Hat am Berg eine 77 sogar. Nicht so schlecht. Hallo 22P, hallo Luxen, hallo Nico Boy. So, ja, also Martin, Patrick Konrad könnte ich natürlich auch holen. Matthias Frank eine 76 und Bilbao eine 77. Simon Spilak. Na, guck mal, was wir bei Hügel noch zur Auswahl haben. Luzenko. Amador soll ich holen. André Amador. Hügel 76, Berg 75. Flach 73. Er ist schon stark. Prolog 78. Zeitfahren 75. Ja, ist schon stark. Auch Regeneration. Der ist wirklich fast überall stärker als Gogan Hart. Außer ein Punkt am Berg schwächer. Mal gucken, wie viel Geld übrig bleibt. Mal erstmal gucken. Beim Sprintern muss ich jetzt noch mal schauen. Kurt Nielsen könnte ich erholen. Etappensieger von heute. Blas Herzog, hallo. Ja, Konrad war beim Giro wirklich stark. Das stimmt. So. Nikias An war heute auch nicht schlecht drauf. Aber den möchte ich jetzt nicht als Sprinter nehmen. Kurt Nielsen hat am Sprint eine 76. Und hat, was hat er denn im Hügel? Eine 73. Kommt auch gut über die Hügel. Ich glaube, ich hole Kurt Nielsen und werde Van Genechten verkaufen. Problem ist, ich muss ja, ach Gott, 1, 2, 3, 4, 5 Fahrer holen. Oh, Emertogen, vielen Dank fürs Subscriben. Dankeschön. Mit 69 am Berg. Für 90.000 ein Sprinter oder was? Rojas. Rojas ist gut, das stimmt allerdings. Den könnte man sich tatsächlich schon. Das 96k ist auch relativ günstig. Also Rojas werde ich holen, das stimmt, der ist gut. Hat zwar auch jetzt nur eine 75, aber mit Berg 69, Hügel 75.
Ist ja dann doch ganz gut. Vielseitig. Wenn haben wir da noch? Warte mal, wie viel Geld habe ich noch? Über 167. Ich muss noch am Bergen einen richtig guten Fahrer holen. Ich habe gar nicht mehr so viel Geld übrig. Verdammt nochmal. Können wir auch Diego Rosa holen? Obwohl. Ja, los, Dien als Denum, 1, 2, 3. Oh, danke, Platz, Herzog, dass du trotzdem zuschaust. Oh, danke, Stenum 1, 2, 3 fürs Folgen. So, aber jetzt muss ich gucken, wen ich noch hole. Ich muss ja noch 1, 2, 3. Ich muss ja ein paar billige Fahrer noch holen. Wen gibt's denn da noch? Vielleicht bei vielseitig. Nasen, auch das sind andere Nasen. Mal immer holen wir mal einen deutschen Fahrer noch. Pelle Bilbao. So teuer. Ich habe irgendwie zu wenig Geld, fällt mir gerade auf. Oder ich verkaufe noch ein bisschen besseren Fahrer. Hol noch einen billigen. Oder einen günstigen. Was haben wir hier noch so für 25k Angebot? Gucken wir mal einen Berg fahren. Pernsteiner. Hat nur eine 72 am Berg. Hat im Flach eine 60 nur. Eieiei. Poljanski. Chevrier. Boah, ist alles nicht so einfach. Vierundzwanzig sieben. Hallo, Hofi Mike. Ja, ich werde jetzt auch noch mal ganz billig erholen hier. Für unter. Hier einen Chinesen vielleicht, aber der kommt ja wahrscheinlich nie ins Ziel. 17,8. Sagen wir hier Hügel. Alter, 14,4 kostet der nur. Ait El Abdia. Eieiei. Oh, da hole ich lieber einen Schweden her. Jetzt haben wir noch 108k übrig. Dann würde ich noch einen verkaufen, der ein bisschen was an Geld bringt. Gaudio bringt 58. Dann noch einen billigen holen. Was haben wir hier? So, jetzt haben wir noch 149 übrig. Da könnte ich mir tatsächlich Bilbao leisten.
Also das wäre tatsächlich eine Variante Bilbao oder Patrick Konrad. Selbst Guillaume Martin ist eine Überlegung wert. 75, 77, 77, 77, 69. Aber Patrick Konrad ist echt besser. 76, 77, flach 71. Schwere Entscheidung. Ich hole mir Konrad. So. Dann kann es jetzt eigentlich losgehen. Gut, was haben wir jetzt noch für Rennen? Critérium du Dauphiné. Und Paris-Nice, also Paris-Nizza. So, Formhöhepunkte aufstellen. Bin jetzt gespannt, ob die Formhöhepunkte so passen dann. Patrick Konrad, auf jeden Fall soll er, genau, Paris-Nice und Critérium du Dauphiné. Rojas ist ein guter Sprinter, der auch über die Berge kommt. Also ich stehe jetzt vielleicht eher bei einfacheren Rennen. Ich lasse ihn mal so fahren mit Critérium du Dauphiné. Gogan Hart fährt. Ruud Kors. Oder wen haben wir noch? Ne, Ruud Kors und Open Tour. Schachmann, Paris-Nizza. Critérium du Dauphiné, Lamartine. Fährt so, Anton als Helfer, so. Für Konrad, Thwaites Sprint Challenge und die letzte Rundfahrt Open Tour. So, mein Fahrer, der fährt erstmal bei den einfachen Rennen noch mit. Also Februar, September. So, jetzt haben wir hier die Fahrer, die nicht so berauschend sind. Marco Mattes fährt Sprint Challenge und ja, das lassen wir so. Wang, ja, so lassen wir es. Buhani fährt auch, obwohl der könnte auch bei der Sprint Challenge mit dabei sein. So. Und Magnusson fährt so. Okay, da haben wir jetzt Critérium du Dauphiné, Patrick Konrad, Rojas, Schachmann, Anton. Genauso bei Paris-Nizza. Und da haben wir Gogan Hart, Rojas. Okay. Und als Sprinter bei der Sprint Challenge passt. Ja, so lasse ich es. So. Gut, dann fangen wir mal an. Mit der La Route Course haben wir jetzt hier alle Fahrer drin. Konrad, ich bin dabei. Also mein Fahrer ist dabei. Rojas ist super in Form. Patrick Konrad, Magnussen. Könnt ihr jetzt Schachmann mitnehmen? Wir nehmen trotzdem mal Konrad mit. Es hat ja keine Auswirkung, ob jemand davor ein Rennen gefahren ist. Das ist ja eigentlich egal. Insofern lassen wir die Aufstellung so fortsetzen. Und fangen wir mal an. Hoffe ich mal, dass wir mindestens den Platz 18 schaffen. In dieser Saison.
um dann das nächste Rennen freigeschaltet zu haben und nochmal bessere Fahrer verpflichten zu können. So, Richese, ja gut, da passiert jetzt natürlich noch nicht so viel, weil ich jetzt mein... Ach ne, Rojas ist jetzt dabei. So, genau, Rojas ist dabei. Unter die ersten 10 soll er kommen, okay. Na, dann probieren wir das mal. Hello everyone and welcome to Corsica. The first stage, short and trouble-free, should end with a sprint. So, gut, mein Fahrer, wo ist er? Hier. Angreifen. Gogan Hart ist der Kapitän, kriegt Schutz von Lammertink. Und Rojas, ja, Mattes. Okay, I'll protect him. The only climb of the day will earn one point for the mountain standings. Ah, ich muss schon gleich mal hier gucken. Gucken, ob wir hier gleich mal an der Bergwertung was schaffen. Ah, das wird nix. Wir können länger sprinten. Verdammt. So, alles wieder zusammen. Stimmt, denn Zwischensprint wäre auch noch eine Variante. Das machen wir dann mit Rojas. The time gap between the peloton and the breakaway is decreasing. The gap is increasing. We don't need to ride for now. There's nobody dangerous for us in the breakaway. 5 Ausreißer sind weg. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. As we approach the intermediate sprint, a little reminder of the rules. The first 15 score points. The first will pocket 20 points. Eigentlich sollte, also Mars hat Zeit, eigentlich sollte das gefixt sein, das Problem, ja. Aber scheinbar doch noch nicht ganz. Man sieht im Forum von Tour de France, vom Spiel, sieht man an, was für Verbesserungen die gerade arbeiten, aber steht alles nur auf Französisch da, man müsste es mal in den Google Translator hauen. Ich konnte aber nicht wirklich erkennen, ob da was steht wegen den Formhöhepunkten. Ja, den habe ich schon mal gewonnen, den Sprint. Aber wichtiger ist eigentlich der Zielsprint. Hallo Toaster 008. The riders will once again go through Porto Vecchio. They will then have 20 or so kilometers in which to come up with a winner. Another 20 kilometers to go before knowing the name of the winner. So, ja, 16, 15 Kilometer nur noch.
The last kilometers are winding. You'll have to be well placed to avoid being caught out. Eigentlich wäre es besser, wenn Lamartink roch ist. Okay, I'm coming to protect you. Sechs Komma acht Kilometer. Sieg kann mich ja nach vorne fahren, wenn schon kein Helfer von mir da ist. So, 2,5 Kilometer. 30 Sekunden sind hier noch. Das wird knapp. Könnten durchkommen. Verdammt. Naja, gut, erster Sprint jetzt noch nicht so super. Well done, lads. You rode a very good stage. Finishing in the top 10, even though the stage didn't suit us, is very satisfying. We got off to a good start and we must keep on like that. Hallo Emi, ne? Zur heutigen Etappe habe ich noch nichts gesagt. Ja. Ich hätte schon noch ein bisschen mehr Aktion erwartet von den Favoriten in dem Anstieg, aber naja, nach den letzten Etappen, wo man gesehen hatte, doch wie stark Sky ist, hat sich dann doch keiner getraut, außer Daniel Martin, der wirklich der Einzige ist, der mal ein bisschen was probiert, so macht es den Anschein, und auch natürlich noch Tom Dumoulin, aber der hat es heute natürlich nicht probiert. Hoffen wir mal, dass es dann ab Dienstag richtig zur Sache geht. Ich meine, viele Möglichkeiten gibt es ja da nicht mehr. Irgendwann müssen sie ja mal die Zeit irgendwie aufholen und da gibt es dann, irgendwann geht die Zeit dann aus. Ansonsten, Nikias Arndt ist stark gefahren heute. Schade, dass es nicht für ganz vorne gereicht hat. Maika hat sich auch mal gezeigt. Das war auch mal ganz gut. Ja, ansonsten ja, nicht wirklich viel passiert. Mal abwarten, wie es dann in Pyrenäen weitergeht. Hallo Mast 2001, hi. Online-Spielen, nee, Online-Spielen geht in dem Spiel ja nicht, man kann höchstens, also es gibt Multiplayer, man kann es im Splitscreen spielen, das Spiel, also an einer Konsole, zusammen halt oder gegeneinander, aber Online-Modus gibt es leider gar nicht. So, hier hat sich leider nichts getan. Ah, jetzt haben wir das Zeitfahren. Ja, die Etappe Slender One, das stimmt, die war einfach noch zu lang nach dem Anstieg. Aber man hätte ja irgendwas, vielleicht weiß ich nicht, was, ob man hätte was probieren können.
Vor allen Dingen hat der Movistar so viel, drei Fahrer, glaube ich, ursprünglich in der Ausreisergruppe. Und dann hat es auch keiner wirklich geschafft bis zum Schluss. Also macht jetzt auch nicht so den super Eindruck. So. Wer ist jetzt hier der beste Fahrer von meinen Leuten? Lammertink, so wie es aussieht. Ich habe gar keinen wirklichen Spezialisten hier vor mit Lammertink. The last rider to set off in this individual time trial is on the starting ramp. A few more seconds until he goes. Come on, let's give him a big hand. So, los geht's. Null eins. Drei null sechs. Sechs vierundfünfzig, 6:48 hat Amador. Uiuiui, das wird knapp. Komm, komm, komm. Immerhin unter meinem Ziel. 6:52 habe ich, glaube ich, geschafft. Hallo Justus AE. Ja, letztes Jahr, in der letzten Ausgabe war das Zeitfahren echt viel zu schwer. Jetzt ist es wirklich um einiges besser geworden. So, oh, immerhin Achter geworden mit Lammerting. Das ist echt gut. Und oh, mein Fahrer 94. Auch nicht so schlecht. Konrad Gogenhardt 51. Okay. Naja, 4 Punkte haben wir. So, jetzt noch die Bergetappe hier. Jetzt muss ich wieder versuchen, mit meinem Fahrer irgendwie wegzukommen am besten. So. Ja, Konrad schlecht in Form, aber ist ja nicht sein Formhöhepunkt. Das passt soweit. Gogenhardt ist sehr gut in Form. Da könnte vielleicht was gehen. Good morning, ladies and gentlemen. This Corsican stage promises to be a great show. The climbs found a Nächste Tour mit Sunweb. Ja, nächste Tour weiß ich noch nicht, mit wem ich fahre. Da gibt es einige, die ich gern fahren will. Sunweb durchaus auch einer der Kandidaten. Lotto NL, Jumbo. Ja, AG2R. Gibt es ein paar interessante Teams. So. Sepp Sky ist nicht so wirklich uninteressant, muss ich sagen. Okay, jetzt macht Konrad hier für Gogenhardt. Und hier fahren wir weg. So.
Ja, Lotto NL, die sind echt sehr stark. Mit denen wäre ich. Ah, das ist. So, okay, jetzt muss ich kurz hier mit meinem Fahrer fahren. Den ist echt. Drecksäger Fredo, Weiß ich nicht, die sind jetzt von Fahrern her nicht so sehr interessant für die Gesamtwertung, sage ich mal. Mollema ist einfach, muss ich ehrlich sagen, zu schwach. Leider. Ja, mein Lieblingsfahrer, boah, das ist schwer zu sagen. Aus deutscher Sicht ist es natürlich Buchmann, aber ist er leider nicht dabei. Und bei der diesjährigen Tour, eigentlich ist so einer wie Alaphilippe einer meiner Lieblingsfahrer. Weil der auch immer angreift und es gefällt mir einfach seine Fahrweise. Ansonsten Roglic finde ich echt. Der gefällt mir auch sehr. Also da, deswegen würde ich gern mit Roglic fahren und würde ihn natürlich vorher im Editor verbessern, ist ja klar, weil so geht das nicht. Der ist viel zu schwach eingestellt. So, jetzt muss ich hier gucken. Das wird wohl nix. Wie weit haben wir es noch? Oh, über 5 Kilometer. Ein bisschen Tempo rausnehmen. Er ist gut auf Short Climbs, aber er kann nicht wirklich auf seine Sprint-Qualitäten, um zu gewinnen. Stimmt, Bardet ist auch. Der ist auch gut, ja. Versucht es auch immer, aber der kommt mir dieses Jahr nicht so sehr stark vor. Mal gucken, ob er vielleicht doch in Pyrenäen nochmal angreifen kann und sich absetzen kann. Wäre auf jeden Fall ihm zu wünschen. Also ihm wäre eigentlich auch mal ein Torsieg zu wünschen. Er ist immer knapp dabei oder gut mit dabei, aber so ganz nach vorne hat es noch nicht gereicht. Gut, Podium, okay, aber zählt eigentlich nur der erste Platz. So. Lieblingsteam, ups, mein Lieblingsteam ist, ja, ist Bora. Bora Hansgrohe. So, ich muss dann irgendwie versuchen, die Bergwertung zu holen. Aber hier sind Moreno, Gesbert, das sind alles Fahrer Charel, die am Berg nicht schlecht sind. Wird schwierig. So. Gehen die jetzt mit? Na, die gehen mit. Das ist Mist. Hallo Kekse, nom nom. Ups. Özil tritt aus der Nationalmannschaft zurück. Ja, er hat ja heute einige Rundumschläge ausgeteilt gegen DFB, gegen Mercedes und was weiß ich und gegen die deutschen Medien. Naja, vielleicht das Beste so, wenn er zurücktritt.
So. Ja, mit Viereckfolgen. Man spart durchaus Kraft schon, ja. Hast schon recht, irgendwie. Habe ich da manchmal Angst, dass ich dann, wenn die irgendwie angreifen, da verpasst zu reagieren. Ah, die Kraft zieht. Ja. 1 Kilometer. Und schon geht's los. Ach, nee, also sprinten brauche ich hier nicht. Das ist ja meine Kraft sofort weg. Ah, Lucky, danke fürs Folgen. Ich war noch nicht bei einer Tour-Etappe. Ich war mal, wann war das? Anfang der 2000er. Bei Deutschland-Tour-Etappe, wo noch die Deutschland-Tour war, die ja jetzt dieses Jahr wieder stattfindet. Aber einer Tour-Etappe war ich leider noch nicht, aber werde ich auf jeden Fall irgendwann mal machen. Das ist klar. So, dann versuchen wir. Nee. Naja, vielleicht am nächsten Berg. The breakaway can't widen the gap. Tour de Suisse geht immer an deinem Haus vorbei. Das ist ja auch cool. Da sind ja auch immer die wirklich gute Fahrer dabei bei der Tour de Suisse in Vorbereitung auf die Tour de France. So. Ah, jetzt habe ich wieder. Ah, nee, also für ganz vorne reicht's nicht. Darts habe ich auch mal verfolgt, wo die, waren das die Weltmeisterschaften, Dartswelt in England. Das habe ich mal verfolgt tatsächlich. Und das ist natürlich auch cool. Armstrong und Ulrich. Und das dann live gesehen bei der Tour. Also ich habe nur Jan Ulrich und Erik Zabel bei der Deutschlandtour live gesehen. Immerhin mal live gesehen. Und noch Autogramm abgeholt. Das waren noch Zeiten. So. Ulrich und Zabel. Naja. Lang, lang ist es her. So, vielleicht die Kategorie 3 Bergwertung.
war schon besser, aber noch nicht gut genug. So, okay, jetzt wechseln wir dann mal auf Gogan Hart. Lassen den Fun jetzt mal ein bisschen alleine fahren. Ja, Sagan, den würde ich auch gern nochmal live treffen wollen. Das wäre cool. Bei der Vuelta. Schön. Ich bin ja dieses Jahr auch sehr auf die Vuelta gespannt. Und wer vor allen Dingen noch alles von den Favoriten teilnehmen wird. Aber ich denke, ob Sky sauber ist, ja, das ist eine gute Frage. Die meisten Leute denken ja eher, dass Sky nicht sauber ist, aber es ist schwierig. Solange es nicht hundertprozentig nachgewiesen ist, außer bei Chris Froome, da hat man ja tatsächlich was festgestellt, aber die anderen würde ich jetzt da erstmal außen vor nehmen. Aber Chris Froome ist halt ein bisschen problematisch, deswegen hätte ich jetzt auch nichts unbedingt dagegen, wenn Garen Thomas die oder jetzt muss ich mal auf Rojas wechseln wegen dem Sprint. Wenn jetzt Garen Thomas die Tour gewinnt. So. Aber wenn Froome gewinnt, wäre schon echt, naja. Fahrerbeigeschmack, sag ich mal. Ja, stimmt, bei Moscon war auch noch was, ja. Ja, bin echt gespannt, was Buchmann bei der Vuelta da zeigt. Hoffen wir mal, dass er vorne mithalten kann. Und vielleicht eine Überraschung schafft. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeitfahren da sind bei der Vuelta dieses Jahr. Also 3 Kilometer bis zum Sprint. So. Können wir wieder wechseln? Also Dumoulin hat schon noch eine Chance auf Gelb, würde ich sagen, weil er macht auch am Berg wirklich einen super Eindruck. Und ich bin mir bei Garen Thomas nicht sicher, ob er wirklich nicht doch mal noch einen Einbruch vielleicht hat. Wenn er den hat oder vielleicht nur eine Minute oder so verliert und Froome, Thomas und Dumoulin innerhalb von so 20 Sekunden sind, ich glaube, dann hat Dumoulin die besten Karten, die Tour zu gewinnen. Also ist meine Meinung. Guten Abend, Sensation 1988. So geht es jetzt den Berg hoch, okay. Ich glaube nicht, dass Thomas absichtlich Zeit verlieren wird. Also ich könnte mir es nicht vorstellen. Ja, das mit den Idioten an der Straße, also genau, sehe ich genauso, Bloodborne. Ausbuhen ist okay, aber schubsen, anspucken und so muss echt nicht sein. Wenn Froome halt bei der Tour starten darf, dann soll man ihn auch in Ruhe fahren lassen. Und dann soll man das auf der Straße austragen. Also nicht die Fans jetzt mit ihm austragen, sondern die anderen Fahrer und ihn da sportlich schlagen. So, jetzt muss ich hier gucken, dass ich hier mitfahre. Ja, das stimmt, Jonathan.
Buchmann ist leider im Zeitfahren ein bisschen zu schlecht. Deswegen wird es schwierig, aber Top 5 können durchaus bei einer großen Tour drin sein. Ja, Dumoulin hat nicht wirklich einen Helfer dabei, der bis ganz zum Schluss mithalten kann. Also muss sagen, Geschke war super und der hat echt bis fast zum Schluss mitgehalten, aber ob er jetzt das jedes Mal schafft, ist die Frage. Gut, es sind nicht mehr so viele Bergetappen, aber doch noch, ich glaube, 3 schwere Etappen sind es mindestens. Ja, ich glaube auch wegen dem Katastrophen-Giro, das stimmt, 22p. Ich glaube auch deswegen fährt er nicht. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt tatsächlich noch irgendwie Krankheit oder irgendwas war. So, wie sieht es eigentlich jetzt aus? 1,50 hinter Feuillu, aber sind noch 6, 7 Kilometer bis ins Ziel, okay. Ein bisschen höheres Tempo wäre nicht schlecht. Jetzt macht Geschke Tempo. Jetzt macht Konrad nochmal. Jetzt muss man, ach, scheiße, mal gucken. Konrad ist fast. Okay, I'll consume a feed. Ob Richie Port wieder fit wird bis zur Vuelta, das wird, ich habe glaube, er hat Schlüsselbeinbruch. Könnte knapp werden, weil so lang ist er. Weil die Vuelta ist ja schon in ein paar Wochen. Ja, Jonathan, kann ich machen. Entschuldigung. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wie sieht's aus? Kilometer noch. So, wenn Konrad jetzt nicht mehr kann, greife ich an. The gap is 1 minute between the favorites and the guy in the front. The yellow jersey group is 1 minute from the head of the race. Gott, die Kraft lässt doch schon sehr. Ob wir uns absetzen können. Drei Kilometer noch. So ein bisschen rausnehmen. War zu schnell, das ist nicht gut. Jetzt können sie gleich von hinten kommen. Gr-
Kreuziger, Martin. Eieieiei, ich habe gleich keine Energie mehr. Muss ein bisschen rausnehmen. Und es reicht. Boah, knapp, knapp, knapp. Ja, Kittel, ich glaube, für Marcel Kittel ist die Welt da gar nichts, da sind zu viele Anstiege drin. Ich glaube, so viele Sprintetappen, reine Sprintetappen, flache Sprintetappen gibt es gar nicht bei der Vuelta, wenn ich das so in Erinnerung habe, wo ich schon mal nachgeschaut habe, was so für Etappen sind. Pro Team werde ich auch mal spielen. Also mittags streamen höchstens mal an dem Wochenende. In der Woche wird's schwierig. Außer ich habe Urlaub oder so. Aber am Wochenende kann ich gerne mal mittags streamen. Ich werde jetzt auch mal einen so einen Plan erstellen und dann morgen auf der Twitch-Seite, auf meiner Kanalseite online stellen für die Woche jetzt, wann ich dann streamen werde. So, auf jeden Fall hat es Gauguin Hart geschafft vor Brice Feuillu. Lamartine 15. Rojas, okay. Und Gesamtwertung auch gewonnen. Also lief ja schon mal jetzt sehr gut. Ansonsten 18. Lamartine passt. Achso, eher abends anstatt mittags. Achso, ja, ich werde mehr abends auf jeden Fall streamen als mittags. Aber es wird wahrscheinlich mal am Wochenende auch nachmittags sein. 6 Flachetappen, jetzt ist die Frage, ob sind das wirklich reine Flachetappen? Doch, 6 hügelige. Gut, 6 Flachetappen klingt aber schon wieder relativ viel für die Vuelta. Dann könnte es vielleicht doch für Kittel lohnen. So, okay. Weiter geht's. Jetzt sieht's natürlich hier gut aus. Platz 1, 56 Punkte. Sehr schön. Und hier haben wir jetzt auch wieder ein paar Punkte bekommen. Regeneration plus 1. Abfahrt plus 1. Berg plus 1. Jetzt am Berg eine 72. Ja, ich muss mindestens am Berg noch auf eine 75 kommen. Als erstes über einen Bergpass der ersten Kategorie brauche ich auf jeden Fall noch einmal. Zweite Kategorie, da sind schon noch ein paar Punkte möglich. Mal schauen. So, weiter geht's. Paris-Nizza. Okay, aber jetzt stimmen schon wieder die Formhöhepunkte tatsächlich nicht mehr. Ich hatte Paris-Nizza zum Beispiel Patrick Konrad in Topform. Hier stimmt's auch nicht. Also ist tatsächlich noch verbuggt. Oh Gott, nee. Naja. Naja, Sensation 1988. Also so wirklich lohnt sich die Tour de France 2018er Version nicht. Ja, ich wollte jetzt eigentlich starten. Weil der neue Spielmodus, den ich jetzt gerade spiele, den Formhöhepunkten, die ja noch nicht mal richtig funktionieren, sind halt höchstens noch die Fahrer und Teams neu in aktueller
Besetzung, ansonsten, tja, nichts groß anders. So, ja, jetzt gucken wir mal hier. Pff, ist natürlich jetzt echt blöd. Ja, das können wir so lassen. Schachmann, ja, super. Hallo, Basti. Tja, Sieberg soll wohl Gerüchten zufolge vielleicht zu Bahrain Merida wechseln. Dann könnte Greipel wahrscheinlich auch dorthin wechseln. Gehe ich mal von aus. So, fangen wir an. Viviani, Gaviria, Christoph. So, Konrad, ja, die. Wer ist mein Sprinter jetzt hier? Jetzt habe ich gar keinen Sprinter mitgenommen. Ich bin ja auch clever. Ja, egal. Ich setze eher auf Ausreißer. Lass, fahren wir erstmal mit Lammertink. Mir geht's gut. Danke, danke. Ich hoffe, euch allen geht's auch soweit gut. So, okay, muss trotzdem ausreißen. Könnte man noch wegschicken. Schachmann. Ah, das Peloton macht Tempo. Ich glaube nicht, dass wir da wegkommen. Also ich glaube auch nicht, dass Geschke jemals noch auf... Oh, Schachmann hat sie ja schon völlig rausgehabt. Dass Geschke jemals noch auf Gesamtwertung fahren wird. Höchstmal noch bei einer kleineren Rundfahrt, aber nicht bei einer Grand Tour. So, vielleicht können wir ja nochmal einen Sprint irgendwie vorne beenden, aber Wallgren dabei. Ich komme schon an Wallgren vorbei. Ach, ganz knapp nicht. Ach, verdammt. Jonathan, ich glaube, das steht noch gar nicht fest.
wer alles wirklich teilnimmt. Außer dass Buchmann auf jeden Fall als Kapitän bei Bora fährt, so wie genau Justus das schon schreibt. Ist jetzt hier Wind eigentlich? Ja. Was mache ich denn? Jetzt habe ich mir ja selbst das Leben schwer gemacht. Ah, bin ich Blade. So, wieder dran. Ja, ein Online-Modus wäre echt super, aber weiß nicht, ich gehe nicht davon aus, dass der kommen wird. Mal schauen, vielleicht überraschen sie uns ja, der Entwickler. Schachmann ist fast... So, mal einen Berg angreifen. Komm mit, ey, Mist. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. The peloton is riding hard. Stay well placed. Puh, noch schnell reagiert, aber dieses Hauptfeld ist eh bald da. So, 17 Kilometer noch. The breakaway is in the sight of the peloton. There's little chance that it can hold off the sprinter's teams. The breakaway is hanging on. Simon Yates wird ein starker Gegner. Für Buchmann. Ich glaube, 2018er Teil kostet noch um die 50 Euro oder zwischen 40 und 50 Euro. Er wird sicherlich bald gesenkt vom Preis. Ich weiß nicht, ob sich das Spiel so gut wirklich verkauft, weil es gibt keinen deutschen Kommentar mehr. Den gab es mal. Noch bei der 2016er Version. Ach komm, lass mich ja bitte vorfahren irgendwie. Also am besten wird es sich wohl in Frankreich, Italien und so, Belgien verkaufen. Oh. Naja, gut. Das war wohl nix, aber
Ich will eher dann nochmal auf die Gesamtwertung gucken, dass ich da unter die Top 10 mit Gogan Hart oder Konrad schaff. Hallo, der Handballmensch. Ja, Aru, Uran, Lander, ja. Das glaube ich auch die Teilnehmer. Also wahrscheinlich alle die, die nicht bei der Tour dabei sind und welche, die frühzeitig aufgeben mussten. Vielleicht sogar fährt Nibali auch die Vuelta. Ja, das habe ich schon gehört, dass er bei der Europameisterschaft in Glasgow startet, John Degenkolb. Das ist schon mal interessant. Ich weiß gar nicht, wann die genau ist. So, ja, alle meine Fahrer hier von der Form irgendwie nicht gut drauf. Aber wieder zwei Punkte hier. Zähigkeit jetzt schon 76. Abfahrt 76. Wo mir die Abfahrt relativ egal eigentlich ist. Wichtig ist hier Berg und Hügel. Und eigentlich auch noch flach. Ah, noch eine flache Etappe. Dann sind wir da auch bei 64. Teamzeit fahren müsste man noch irgendwo eins geben. Kopfsteinpflaster. Da ist noch ein bisschen was drin an Punkten. Paris-Roubaix beenden. Okay. Flache Etappe gewinnen wird schon schwieriger. So, nächste flache Etappe. Aru will die Vuelta gewinnen. Na, da bin ich ja gespannt. Ob er die gewinnen kann. Vielleicht fährt auch Quintana noch die Vuelta. Wenn er jetzt bei der Tour nicht in die Top 5 oder so kommt, fährt er wahrscheinlich auch noch die Vuelta. So. Na, jetzt sieht es hier schon ein bisschen besser aus. Schachmann. Lassen wir jetzt auf jeden Fall im Feld. Fahren wir mit Konrad. So, aber mein Fahrer darf wieder angreifen. Und Gogan, Anton schützt dann mal den Konrad. THS Games for real, danke fürs Folgen. So, kooperieren. Oh, schon 3 Minuten weg. Bloß mal aufpassen. Nicht, dass hier jetzt eine Windkante entsteht. Moscon ist ausgeschlossen worden. Aus welchem Grund? Ich glaube nicht, dass bei Quintana, dass er, na wohl zu alt, das haben die schon mal bei den Kolumbianern gesagt, habe ich mal was gelesen, dass die ihre Form oder ihren Zenit, ihre höchste Stärke in relativ jungen Jahren bekommen. Oh, ich könnte... nein, nicht mich... Ach, verdammt. Gaudio, den ich noch verkauft habe, ey. Und bei den europäischen Fahrern, dass erst so ab 28 bis 30 die Höhepunkte sind.
Schon wieder Schlag gegen anderen Fahrer. War da nicht schon mal was bei Moscon? Oh Mann. Aber gut, Sky. Geschwächt. Na gut, ein Fahrer geht noch zu kompensieren. Ja, Tony Martin geht auch, genau. Bin ja gespannt, wo er dann hinwechselt. Quickstep wäre interessant. Dimension Data, naja gut. Ist eigentlich relativ egal, wo er hingeht. So. Dann vielleicht kommen die Fahrer noch zur Kategorie 4 Wertung. So, jetzt wird hinten Tempo gemacht, 2:40. Kurz wechseln. Oh, der Chinese verliert Energie. Das sieht nicht gut aus. So, wechseln wir mal durch. So, jetzt muss ich versuchen, irgendwie die Bergwertung zu holen. Das wäre mal was. Aber das gibt's doch nicht. Jetzt hätte ich doch ein bisschen früher sprinten sollen. Ja, eben, also das mit den, ups, das mit den, dass ein Team 5 Klassementfahrer hat. Es muss ja noch jemand Tempo fahren auch, weiß ich nicht. Und das will bestimmt kein so ein Topfahrer im Flachen irgendwo
dann Tempo fahren, weil dann hättest du drei andere Fahrer noch, die Wasser holen müssen, dann im flachen Tempo machen müssen. Ich glaube nicht, also das würde nicht funktionieren. Du siehst ja, mit zwei oder drei Top-Fahrern geht das schon. So, jetzt müssen wir hier nochmal gucken, ob wir vielleicht... Wie viel Kraft haben die denn noch? Nee. Ich muss rausnehmen. Das war's. Looks like the breakaway still has some gas left. It's still able to widen the gap. So. So, 8 Kilometer noch. Another 5 kilometers. The sprinter's teams are putting the peloton along at very high speed. Uran Chavez. Zakarin. Only 3 kilometers left for the peloton. Everything will come down to the sprint. Naja, gut. Keine Zeit verloren. Gucken, wie weit ich hier mit Konrad noch komme. Ja, der Kittel hat's auch, schafft's eigentlich auch ohne ein Team Sprints zu gewinnen, meiner Meinung nach. Weil er konnte sich immer gut vorarbeiten und die besten Positionen suchen und selbst von relativ weit hinten noch einen Sprint gewinnen, wie bei der letzten Tour. Also alleine am Team liegt es eigentlich jetzt nicht. Die Form hat auch nicht wirklich gestimmt. So. Zeit hat keiner verloren, das ist gut. Und wieder 2 Punkte, schön. Regeneration einer dazu. Und flach einer dazu, 64 jetzt. Na, es wird immer besser. Es wird langsam besser. Was kriegen wir hier? Antritt, was bräuchten wir da noch? Ach, 3 Zwischensprints. Oder nochmal Bergpass der Kategorie 3 oder 4, okay. For this stage. The main thing to grasp today is that the route is flat and it harbors no particular difficulties. A sprint finish is more than likely. We don't have what it takes. Ja, mit der Karenzzeit, das wird dieses Jahr für die Sprinter ziemlich problematisch irgendwie.
Ja, aber ist irgendwie schwierig zu sagen, an was das jetzt genau liegt. Also, ich weiß nicht, ob da im Vorfeld der Tour Änderungen an den Karenzzeiten vorgenommen wurden. Wenn nicht, sollte man das doch schon lassen. Vielleicht liegt es tatsächlich an den, dass die Berge so früh sind. Aber das gab es auch bei früheren Tour oder Rundfahrten schon. Gaviria ist nicht mehr dabei, nein. Ja, bei Katjuscha hatte er eigentlich noch Rick Zabel als Anfahrer. Kittel, ich weiß jetzt nicht, wie gut er für ihn da arbeiten konnte. Und Nils Pollitt. Ja gut, Roubaix-Etappe bestimmt schon. Aber die erste Woche, ja, mit der Roubaix-Etappe, die war schon hart, das ist klar. Ansonsten war die erste Woche auch nichts anderes wie andere Tour de France. Keine Ahnung. So, Schachmann, ja. Mit der Form sieht es echt mies aus. So, jetzt ist aber was für Patrick Konrad, obwohl die Form schlecht ist. Meine Etappe. So, ja, aber angreifen muss er trotzdem wieder. Es geht immerhin noch um Bergwertungen. Aber wenn Valens in der Gruppe ist, ist es Mist. Valens, Wallgren, buh. Das ist scheiße. Weiß auch nicht, warum Schachmann jetzt explizit nicht dabei ist, aber er ist den Giro gefahren. Er wird wahrscheinlich, also wird wahrscheinlich die Weltmeisterschaften fahren. Vielleicht fährt er auch die Deutschlandtour. Ich glaube auch nicht, dass er die Vuelta fährt. Ach, hier wollte ich eigentlich gucken. Also ich weiß nicht genau, keine Ahnung. Aber er ist ja noch jung, Maximilian Schachmann. Vielleicht fährt er ja nächstes Jahr dann die Tour. Nee, keine Chance. Vielleicht habe ich noch irgendwie eine. Kommt er noch ran? Ne, sieht schlecht aus. Okay, warten. Ja, ich glaube eben als Anfahrer wird sich Degenkolb auch nicht zufrieden geben. Ja, okay, das, was Imi sagt, da denke ich mal, dann fährt wahrscheinlich Schachmann vielleicht. Ich weiß nicht, ob Quickstep dabei ist. Dann vielleicht die Deutschlandtour tatsächlich. So, wie haben wir es jetzt? Jetzt haben wir noch einen Kategorie 2-Anstieg gleich mit meinen Fahrern hier, wo keiner wirklich super in Form ist. Also mit den Formhöhepunkten, das merkt man schon. Wenn die Fahrer keinen Formhöhepunkt haben, ist auch meistens die Tagesform nicht sonderlich gut. Wenn die Form schlecht ist, das kannst du eigentlich echt vergessen dann.
Uiuiui, Tempo ist ziemlich hoch. Die ersten schon wieder mit Problemen. Mein Fahrer genauso. Descent on which the riders are about to embark would afford them little chance of recovery. It's not particularly steep, so they'll have to keep pedaling. So, dann können wir vielleicht mit Konrad an dem letzten Kategorie 3 Anstieg noch was machen. Wenn das Tempo... Uiuiui, jetzt geht's nochmal zur Sache hier. Fahren wir mal. Ja, ich denke auch, dass bei der WM Schachmann fahren wird, Buchmann fahren wird. Vielleicht noch Simon Geschke, also am Berg auch nicht schlecht. Und da muss man mal sehen, wer da noch fahren könnte. So, jetzt haben wir hier den Anstieg. Versuch's einfach mal. Ich sag Giere. Sachse 801, danke fürs Folgen. So, jetzt muss ich hier gucken. Da alle zusammen oder was? Nee. Geht Yates nochmal. Und das Feld ist wieder zusammen. Irgendwie versuchen, De Maas in der zweiten Gruppe. Sieben Kilometer noch. Viereinhalb Kilometer, die Gruppe könnte, aber 20 Sekunden, dass De Maas noch in der, so weit vorne dabei ist, ist krass. Drei Kilometer, das Tempo ist hoch. Kraft sieht auch noch gut aus bei Konrad. 2,3 Kilometer. Jetzt ist es hier.
Alter, warum? Wo kommt der Kwiatkowski her? Naja. Ja, sehe ich genauso mit den Bergfahrern. Schachmann, Gerschke, Buchmann. Ach, Schachmann ist auch dabei bei der EM. Sehr interessant. Das ist cool. Stimmt, ob Toni Martin wieder fit sein wird, ist die Frage. Ja, wenn da ein steiler Berg bei dem Zeitfahren drin ist, ist das eigentlich eher nichts für Toni Martin. Dann wahrscheinlich doch was für Schachmann eher. So. Valverde hat gewonnen. Habe ich jetzt Zeit verloren mit Konrad? Nein. Sie sind sogar noch alle in der Zeit geblieben. Na gut, das passt. So, jetzt haben wir nochmal Zeitfahren. 13 Kilometer lang. Eigentlich was für Schachmann jetzt. Ja, mal gucken, wenn Toni Martin wirklich super fit ist, kann er auch so ein Zeitfahren gewinnen. Aber wenn Dumoulin das da auch mitfährt und da ist ein schwerer Anstieg drin, denke ich, da hat Dumoulin die besseren Karten, das dann zu gewinnen. Oder ein Roglic. Also es gibt wirklich harte Konkurrenz. So. Ja, aber jetzt fahre ich hier mit Schachmann auf jeden Fall. Das ist der beste Zeitfahrer bei mir. Time trial is on the starting ramp. A few more seconds until he goes. Come on, let's give him a big hand. So. So, wer ist hier vorne? Richie Port 806 in der ersten Zwischenzeit. Und mein Ziel ist 8,22. Uiuiui. So. Ach, 22. Ein bisschen Kraft muss ich mir noch für den Schluss sparen. Oh, das war jetzt ja richtig für den Arsch, was ich hier gemacht habe. Oh, verdammt. Naja, egal. Vielleicht ist noch was möglich. Immer noch gut dabei. 804. So, wieder nicht so ideal die Kurve. Wollte jetzt nicht bremsen, sondern einfach... Genügend Energie übrig. Mal sehen, ob ich dann ein bisschen angreifen kann im Schlussanstieg. Oh, Dumoulin 19,59. Eine Minute schneller als das Ziel für Schachmann.
So, jetzt geht's den Anstieg hoch. Noch 2 Kilometer. Minuten. Einen Kilometer gleich nur noch. Kilometermarke. Die Kraft sieht noch. Das wird knapp, das wird knapp. Muss rausnehmen. Das ist Ziel. Ja, ich kann ja hier Tempo komplett rausnehmen, bringt gar nichts. Was ist das für ein Mist? Naja, unter meinem Ziel bin ich wenigstens geblieben. So, jetzt mal gucken, was habt ihr noch so geschrieben. Jonathan, ja, ich interessiere mich auch für Fußball, auf jeden Fall. Burkhardt fährt gerade bei der Tour de France, ja. Stimmt, Formolo haben die ja auch noch im Team. Der ist auch sehr stark am Berg. Aber der wird wahrscheinlich nächstes Jahr, gehe ich mal von aus, wieder den Giro fahren. Ach, Dortmund spielt ja jetzt gleich Testspiel, ne? Stimmt, da gucke ich dann wahrscheinlich nochmal rein. Ich bin Fan von einer Mannschaft. Aber die spielen in der 2. Bundesliga und das ist meine Heimatstadt. Ich weiß nicht, ob man es vom Akzent, müsste man es eigentlich erraten können, was meine Lieblingsmannschaft ist. So, lass mal gucken hier. Schachmann 25. Ach, der Einbruch zum Schluss war scheiße. Naja, Konrad. Konrad 33. Mal gucken, wie ich mich mit ihm noch am Berg da irgendwie schlagen kann. Ja, genau. Dresden ist richtig, ja. So, Mont nach Valence. Ja, wieder was vom Ausreißer. Jetzt schicke ich mal noch jemand anders mit in die Ausreißergruppe. Ja, ich gucke mir ab und zu, wenn ich in Dresden bin, war ich erst jetzt, letzte Saison war ich einmal auch zu einem Spiel von Dynamo. Also wenn ich mal in Dresden bin und es gerade ein Heimspiel, versuche ich doch mal hinzugehen. Aber sonst eher nicht. Sonst gehe ich eher selten ins Stadion.
So, wen fahren wir jetzt mal? Konrad erstmal. Jetzt geht die Form doch langsam hier. Gogan Hart, Konrad. Ja, stimmt. Buchmann ist ja erst 25 Jahre alt. Also, da kann schon noch was gehen bei Buchmann, dass er sich am Berg nochmal verbessert. In den nächsten 2 bis 3 Jahren. Und vielleicht kann er echt dann in 2 Jahren um den Toursieg vielleicht aufs Podium fahren, so ähnlich wie Bardet vielleicht. Weil Bardet ist auch im Zeitfahren wirklich schlecht und hat es immerhin aufs Podium geschafft. Warum sollte das ein Buchmann nicht auch schaffen? So, gut, also Schachmann ist jetzt. Ich schicke jetzt mal Igor Anton weg. Der ist doch jetzt angreifen und Mainfahrer kann auch mit angreifen. Lammerting schützt Konrad. Duisburg wird ganz sicher nicht gewinnen, Nico Boy. Das Spiel ist sogar ein Montagsspiel, 20:30 Uhr gegen Duisburg. Ah, der soll erstmal meinen Fahrer rankommen lassen. Jetzt. Nee, mit kooperieren. So. Naja, so viel Gewalt gibt es auch nicht. Das mit der Gewalt ist schon auch bei Dynamo ganz schön runtergegangen. Das war früher viel schlimmer. Und wenn da einmal irgendwas ist, wird er immer von den Medien das gleich aufgebauscht, als wäre es sonst wie schlimm. Und stattdessen ist es bei anderen Vereinen ähnlich schlimm wie Eintracht Frankfurt. Köln ist jetzt auch kein Verein von Traurigkeit. Oh, ich wollte hier eigentlich gucken, dass ich doch noch Dings. Nee. Vielleicht in Kategorie 4 Anstieg dann nochmal probieren. Ja, also die Dresdner Fans sind zum Teil Nazis. Das ist eine blöde Aussage, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Die, die wirklich Nazis sind, sind dann keine Fans. Keine wirklichen Fans. Und ganz ehrlich, gibt es da genug auch in anderen Vereinen von. So, jetzt muss ich auch mal gucken, Kategorie 4. Jetzt muss ich hier versuchen, irgendwie mal die Bergwertung zu holen. Zwei 40, also durchkommen auf keinen Fall. Noch 4 auf 5 Kilometer fast. Kirienka, Nasen, Costa sind alles. Schwer zu schlagende Gegner.
zu spät. The descent that's coming up, without being dangerous, is quite technical. The breakaway. Hm, schade, schade. Die Gegner bei der Rundfahrt sind einfach zu stark. Ich muss dann noch auf die letzte Tour, wieder auf die Obentour hoffen. Da habe ich dann eher Chancen, solche Bergwertungen zu gewinnen. Ja, also Bernal, glaube ich, der könnte mal eine Tour gewinnen. Der ist erst 21. Aber dann muss er die Tour wahrscheinlich schon in jungen Jahren gewinnen. Falls er dann so ähnlich wie bei Quintana auch schon frühzeitig nachlässt, weil er schon wahrscheinlich so früh verheizt wird, wie jetzt bei Sky. Schon in so jungen Jahren. Ich glaube, dann wird es schwierig, halt die Leistung über viele Jahre hinweg dann so zu bringen. Mal gucken. Ich meine, gut, er ist jetzt die Tour gefahren. Ich glaube nicht, dass er dann noch die Vuelta oder sowas fährt. Aber er war auch schon stark in den kleineren Rundfahrten im Frühjahr. Mal schauen, wie er sich noch entwickelt. Ja, von der Kraft sieht es trotzdem noch gut aus für meinen Fahrer. Ja, wie gesagt, jetzt die dritte Woche wird wirklich spannend. Weil Froome eben, der Giro in seinen Beinen, aber da vielleicht nicht doch ein Einbruch. Und bei Thomas, das ist so die Ungewissheit, dass er da vielleicht doch die drei Wochen nicht durchsteht. Mal schauen. Aber Dumoulin, ja, das gleiche Problem. Er hat auch den Giro in den Beinen. Also da könnte ja Ähnliches passieren, deswegen bin ich gespannt. Vielleicht ist der Nutznießer dann Roglic. Das wäre dann die Sensation schlechthin. Wenn er dann die Tour gewinnt. So. Den Berg müssen wir noch schaffen irgendwie. FIFA Let's Playen, ja, habe ich mir schon mal überlegt. Vielleicht mache ich es bei FIFA 19 tatsächlich mal. So, jetzt haben wir eh gleich eine Abfahrt. Eine Minute nur noch. Okay, jetzt muss ich auf Konrad wechseln. Wenn jetzt hier der Wind kommt. Der noch ein Beschützer hier. Lamartink. Nein. Okay,
are all back together. Everything will be played out in the final kilometers. Ja, sprinten brauche ich eigentlich eh nicht. Eh keine Chance. Großes Hauptfeld. Lammerting kommt aber einmal noch nach vorne. Aber da konnte sich eine kleine Sprintergruppe absetzen hier mit ein paar Sekunden. So. Ja, Geraint Thomas hatte bis jetzt auch Pech mit Stürzen, soweit ich weiß. In den letzten Jahren. Er war schon immer ganz gut eigentlich am Berg, aber halt nie so konstant. Also könnte durchaus sein, dass er wirklich noch den Einbruch. Ja, mal sehen, UAE ist ja. Daniel Martin ist durchaus interessanter Fahrer, mit dem man einiges machen kann, dadurch, dass er so antrittsschnell ist. Ja, aber ist jetzt nicht mein Top-Favoriten-Team. Mal sehen. So, Conrad hat wenigstens keine Zeit verloren, das ist schon mal sehr gut. So, wie spät haben wir es denn eigentlich? Ja, 21:45. So, hier habe ich wieder nichts geschafft. So, die Etappe fahre ich auf jeden Fall noch. Und dann denke ich mal, war es das für heute mit dem Livestream. Der nächste Livestream wird dann höchstwahrscheinlich schon am Dienstagabend sein. Und morgen werde ich dann so einen Plan noch online stellen. Auf die Kanalseite, wie ich diese Woche streamen werde. So, aber fahren wir jetzt erstmal noch die Etappe. So, wie sieht's aus? Mit der Form, das ist echt problematisch. Hello and welcome to all. It's a stage for the bold today. Too difficult for pure sprinters, not selective enough for the favorites. The Baroudeurs should have the opportunity to shine on the roads leading to Gap. Ich schicke meinen Fahrer jetzt mal nicht weg, stattdessen Schachmann. The riders will soon be in the thick of it with the Côte de Saint-Léger du Ventoux, classified as third category. Vielleicht kommen ja nochmal die Ausreißer irgendwie weg. Das wäre gut. Sind schon mal 6 Minuten. Das ist gut. It's not very steep, but some might take the opportunity to turn the screw.
Die vorletzte Etappe, ja. Dumoulin, Roglic, Froome und Thomas natürlich auch, aber Roglic und Dumoulin wahrscheinlich noch mal ein Stück besser einzuschätzen. Ich hoffe wirklich, dass vor dem letzten Zeitfahren, also vor der vorletzten Etappe, dem Zeitfahren, die Abstände gering sind, so gering sind, dass es das Zeitfahren halt alles entscheidet. Das wäre echt hervorragend. So, ja, Vorsprung wird größer, 6 Minuten 40. Wer ist jetzt in der Ausreisergruppe dabei? De Gendt, Tarame, naja, gut. Schreib mich mal auf Twitter einfach an, dann folge ich dir vielleicht. Mal sehen. So. Gut, immer noch 4 Minuten Vorsprung. Wenn man an dem letzten Anstieg noch einen Vorsprung vom Hauptfeld hätte mit Schachmann, wäre vielleicht was drin für Schachmann. The breakaway is managing to hold off the peloton. The gap seems to have stabilized. The breakaway is unlikely to go all the way, guys. Watch out for counter moves. Immer noch 3 Minuten Vorsprung. Das ist gut. 40 Kilometer noch. So, jetzt wechsle ich auf Schachmann. Your opponents are upping the pace to hold off the peloton. They're riding hard behind. This isn't the moment to relax. Ah, Tarame ist stark am Berg. Mal gucken. Das Feld kommt immer näher. Aber wenn das Tempo so ist, muss dann hinten eigentlich jetzt. Nee, geht noch. Schachmann ist, glaube ich, auch erst 24 oder so. Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Also er könnte, kommt darauf an, ob er sich tatsächlich so spezialisiert, dass er auch die Berge dann sich noch verbessert. Kommt halt darauf an, was er macht. Aber er hätte es durchaus, wäre durchaus möglich, da er schon sehr gut im Zeitfahren ist. Und beim Giro hat er eigentlich gut mitgehalten am Berg. Er war ja dann kurzzeitig so ein bisschen krank oder konnte nicht so gut Luft holen, so wie ich das in Erinnerung habe. Deswegen konnte er da am Berg nicht mehr so ganz so gut mitfahren. Aber bis dahin war er richtig gut dabei. So, jetzt mal erstmal gucken hier. Sind da schon ein paar Fahrer zurückgefallen. Ja, also da ist auf jeden Fall noch einiges möglich bei Schachmann und er ist, was halt dazu kommt, dass er schon super im Zeitfahren ist. Wenn er da im Berg jetzt noch besser wird, vielleicht eine Chance,
eine Tour ganz vorne zu beenden oder eine große Rundfahrt. So, jetzt muss ich mich mal hier ein bisschen konzentrieren, was ich mache. Sekunden noch. Die Gent ist echt stark. Sprinten die ja noch hoch. Sprinten wäre schlecht, dann bin ich hier gleich. Konrad ist noch dabei, gut. Time check with a breakaway. 1 minute. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. Yeah! Fahren wir mit Schachmann weiter. Müsste ja gleich steiler runtergehen hier. The breakaway is managing to hold off the peloton. The gap seems to have stabilized. The breakaway will no doubt go all the way, lad. But watch out for attacks in the closing kilometers. He's turning the screw. So, mal sehen, ob ich noch vor dem Hauptfeld ins Ziel komme mit Schachmann. Ein bisschen rausgekommen. Pinot ist gestürzt. Thibaut Pinot fährt vielleicht auch noch die Vuelta. Fällt mir gerade ein, wenn ich ihn gerade lese. Komm wieder von hinten ran hier. Aber immer noch vor dem Peloton ins Ziel gekommen, immerhin was geschafft. Ja, Silvio Herklotz, da habe ich auch mal nachgeschaut. Der fährt tatsächlich jetzt bei so einem kleineren spanischen Team. Aber hatte auch irgendwie Probleme mit Verletzungen und Krankheiten wohl die letzte Zeit. Mal schauen, ob das noch was wird, aber ich glaube jetzt auch nicht wirklich mehr dran, dass es noch irgendwie der super Rundfahrer wird, leider. So, jetzt gucken wir hier nochmal. De Gendt ist tatsächlich ein Sieger. Um 10 Sekunden war ich vorm Feld noch. Naja. Aber ein paar Punkte geholt für
Jetzt sind wir immer noch Platz 6. Geht eigentlich. Ja gut, okay. Dann würde ich sagen, war es das für heute mit dem Stream. Ich danke euch alle, dass ihr zugeschaut habt. Danke für die Follows. Danke für den Subscribe MR-Token. Und auch alle anderen, die zugeschaut haben und die hier noch im Chat mit aktiv waren. Nächster Stream höchstwahrscheinlich Dienstag. Ich schreibe dann nochmal morgen den genauen Zeitplan. Achso, ja, das kann ich noch schauen. Kurz. Ja, hat sich nochmal verbessert tatsächlich. Regeneration plus 1 auf 76. Und Hügel auf 68. Naja, gut. Langsam aber sicher wird's. Ansonsten, ja, dann bis höchstwahrscheinlich Dienstag. Schönen Abend euch allen noch. Tschüss.